Und jetzt kommen wir zum Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes, der gesagt hat, vor einem Treffen von Agrarjournalisten, von Massentierhaltung kann in Deutschland keinesfalls die Rede sein. Also wir können alle nach Hause gehen. Ein wörtliches Zitat. Rückwied hat gesagt, es gibt gar keine Massentierhaltung in Deutschland und ich bin froh, dass hier einer ist, der das vielleicht nochmal klarstellen kann. Thomas Schröder vom Deutschen Tierschutzbund. Einer Willkommensapplaus für Thomas Schröder. Lauter noch. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, auch wir Tierschützer haben es satt, wenn es bei Tieren immer nur um Preis geht. Um die Zucht, die auf immer mehr Leistung ausgerichtet ist, um Haltung, die immer intensiver wird, um Schlachthöfe, die immer größer werden, um die Menge auch wegzuarbeiten. Das alles hat nichts mehr damit zu tun, dass Tiere einen Wert haben. Dort werden Tiere wie ein Preis behandelt, wie Stückgut. Das haben wir satt. Und ich sage auch, dass die da drüben im Kanzleramt und die drüben im Reichstag nicht verstanden haben, dass Tiere eben tatsächlich einen Wert haben und eben nicht nur einen Preis. Und ich sage auch, Herr Rückwied, wenn Sie noch bei der Eröffnung der Grünwoche behauptet haben, es ist alles in Ordnung in den Ställen, dann haben Sie nicht verstanden, wo wir leben. Dann leben Sie in einer Parallelwelt, aber nicht in unserer Welt offenbar. Und liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, ich sage auch, ich weiß in Richtung Herr Rückwied, ich habe verstanden, dass das Hirn auch nur ein Muskel ist, aber es muss nicht gleich ein Schließmuskel draus gemacht werden. Diese Bundesregierung hat selber eine Umfrage in Kraft gesetzt, die aussagt, dass über 80% der Verbraucher mehr Tierschutz, mehr Umweltschutz, mehr Menschenschutz in der Agrarpolitik wollen. Wenn diese Bundesregierung sich mit dieser Umfrage jetzt brüstet, dann hat sie nicht verstanden, dass das auch ein Wählerwille ist, der dahinter steht, dass auch die Politik dazu passen muss. Das tut sie nämlich nicht. Und deswegen sagen wir, begreift endlich alle, dass Tiere keinen Preis, sondern Tiere einen Wert haben. Und wenn wir von da neu beginnen mit der Debatte, dann muss ich was ändern, denn wer glaubt, dass Fleischkonsum die Probleme der Welternährung löst, der irrt, der schafft die Probleme der Welternährung mit mehr Fleischkonsum. Und liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, im Hinblick auf den Sonntag in Niedersachsen, die Landtagswahl, und auch im Hinblick auf die bayerische Wahl im September, und vor allem im Hinblick auf die Bundestagswahl sage ich, wer Tierschutz rückwärts denkt, der darf nie gewählt werden, der darf damit politisch nicht mehr vorwärts kommen. Dafür stehen wir heute, denn wir haben es satt, was hier passiert in der Agrarpolitik. Thomas Schröder, herzlichen Dank für alle Tierschützer, die heute mit dabei sind, denen es nicht egal ist, wie die Tiere in der angeblich nicht existierenden Massentierhaltung so der Sicht des Bauernverbands, wie die gehalten werden. Und jetzt übergebe ich nochmal an Christoph Bautz, der für Camp Act hier spricht, nämlich für die Möglichkeit im Internet Demokratie und Protest durchzubringen auf die schnellste und effektivste Art und Weise. Wer noch nicht hat, kann bei Camp Egg mal nachgucken. Gegen das Bienensterben kann man sich beteiligen und auch gegen Gentechnik. Das war eine ganz erfolgreiche Aktion. Und ich denke, Camp Egg ist hier heute auch dabei, um zu zeigen, dass wir ein breites Bündnis sind von Bäuerinnen und Bauern, von Imkerinnen und Imkern, von Konsumentinnen und Konsumenten und von jungen Leuten, die im Internet Demokratie und Protest durchbringen. Christoph Bautz, die letzten Worte, bevor wir uns alle in der Kälte in Bewegung setzen. Applaus für Christoph Bautz nochmal. Jetzt geht's. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, vielleicht haben einige von euch auch letzte Woche die Süddeutsche Zeitung gelesen. Da war ein Interview mit Ilse Aigner, die im Herbst ja als Agrarministerin abtreten will und zurück nach Bayern will. Frage, was wird Ihnen sicher nicht fehlen, wenn Sie Berlin im Herbst den Rücken kehren? Antwort Aigner, all die Aktivisten und Pseudogutmenschen, die in einem im Regierungsviertel zuhauf über den Weg laufen und versuchen, Einfluss zu nehmen. Okay, liebe Leute, ich glaube,
das hier ist kein guter Tag für Frau Aigner. Ich finde, wen das nervt, dass die Bürger sich in einer Demokratie einmischen. Wen das nervt, dass die Bürger gegen Klientelpolitik auf die Straße gehen. Für den ist es in der Tat höchste Zeit zu gehen. Tschüss, Frau Aigner, machen Sie es gut. Ihre Agrarpolitik und Ihre Klientelpolitik haben wir gewaltig satt. Ich glaube auch, die gute Frau Aigner merkt mittlerweile, mal eben mit ein paar Monsanto-Lobbyisten im Hinterzimmer eine neue Genmais-Sorte durchbringen. Mal eben ein paar Milliarden Agrarsubventionen an die Großbetriebe verschieben. Mal eben graben da ein und sorgt dafür, dass eine bäuerliche, eine nachhaltige Landwirtschaft kommt. Um die Wurst geht es auch in Brüssel in diesen Tagen und in diesen nächsten Wochen und Monaten. Da geht es um die EU-Agrarpolitik, da geht es um den Vorschlag von Ciolos, in Zukunft die Direktzahlungen an ökologische und soziale Kriterien zu binden. Vom Prinzip eine feine Sache. Doch wer steht auf der Bremse? Frau Aigner zusammen mit Bauernverbandspräsident, nein! Mit Agrarindustriepräsident Joachim Ruckwied. Wir sagen, runter von der Bremse, sorgt endlich dafür, dass unser aller Steuergeld nicht für Massentierhaltung, nicht für Megaställe, nicht für Monokultur, sondern für eine gute Landwirtschaft und gutes Essen ausgegeben wird. Und ein letztes. In diesem Jahr geht es auch in Brüssel darum, ob mit der Spekulation mit Nahrungsmitteln endlich Schluss gemacht wird. Mit der MiFID, mit der Finanzmarktrichtlinie geht es darum, ob endlich Schluss gemacht wird damit, dass Millionen Menschen hungern müssen und mit Krankheit konfrontiert sind wegen der Spekulation. Dass die Preise für Soja, für Reis und Mais in diesem Sommer gestiegen sind, das lag am Wetter. Aber dass sie durch die Decke gegangen sind, das lag an den Spekulanten, die in Feierlaune geraten sind. Ich denke, wir alle sind hier, um zu sagen, mit eurer Feierlaune ist es vorbei, die Party ist aus, stoppt endlich die Spekulation mit Reis, Weiß und Weizen. Sicher, liebe Freundinnen und Freunde, eine andere Agrarpolitik einzuleiten, das ist schon häufig ein Bergaufkampf. Doch wenn ich euch hier sehe, wenn ich die vielen Fahnen sehe, wenn ich sehe, wie vielfältig wir sind, dann habe ich Hoffnung, dass wir das gemeinsam schaffen, wenn wir zusammen an einem Strang ziehen. Lasst uns jetzt unseren Ärger, unsere Empörung, unsere Wut, aber auch unsere Alternativen, unsere Vision und die vielen, vielen hoffnungsvollen Ansätze aus überall aus dem Land rüber dort zum Kanzleramt tragen. Frau Merkel, ziehen Sie sich warm an. Wir kommen. Los geht's. Ja, Leute, und wir gehen jetzt auch los.